Hallo Welt, da sind wir wieder in Morgantown. Und es geht jetzt weiter Richtung George Schrottplatz. Da suchen wir die Zecken. Werden schon welche da sein, da sind immer welche. Ja, und auf dem Weg dahin können wir vielleicht noch einen Mischling oder sowas irgendwie treffen und abmurksen hiermit. Nein, hiermit. Grants Säbel. Das ist das Schwert von Bastet. Oh, ja. Nein! Hört mir auf! Ich möchte nicht die Hungrigen speisen. Achtung, Responder! Die Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Dolce sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik Eintopf herstellen kann. Die Maschine macht einen höllen Lärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. Na, vielen Dank. Wein haben wir übrigens auch noch nicht gefunden. Aber George Schrottplatz, ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwo eine Flasche Wein rumliegt. Frisch, hoffentlich müssen wir den Wein nicht selber brauen. Also bei den anderen Sachen, muss ich sagen, brauchten wir das nicht selber zu brauen, was wir da so hatten. Responder, du hast eh nichts, oder? Sind jetzt verfügbar. Echt, der hat sowieso keine Kronkorken für uns. Ich bin zum Handel mit Vorräten und Ausrüstung autorisiert. Ja, habe ich gehört. Du kannst sowas, oder? Brauchen wir noch nichts einzuschmelzen? Ach, einschmelzen? Wir haben doch sowieso... Ach doch, das Düngerzeugs, ja. Hier hat ja wer was gebaut. Schön. Echt jetzt? Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Darf ich das hier mal benutzen? Eure Dusche? Ich habe mal bei euch geduscht, ganz kurz. Das hat auch jemand hier sehr schön gebaut. Wunderschön. Alles drin, was man braucht. Nur keine Musik, kein Instrument. Oh, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben hier, glaube ich. Oh, so. Ah, Pest Sopper. Oh. Sogar sowas hat er da. Mais und so. Keine Terbeeren, oder? Da ist doch schon der Leuchtturm. Dann sind wir auch gleich an George Schrottplatz schon. Auf dass es dort hoffentlich eine Zecke gibt oder zwei. Oh. Wir sind sogar schon auf der richtigen Seite. Moment, war hier nicht ein Kanal mal? Irgendwie so ein ausgetrocknetes Flussbett oder so.
Ja, hier wäre doch... Moment, hier schon die erste Zecke. Ich höre nichts. Nö, dann ist sie wohl gerade erst aufgeräumt worden, schätze ich mal. Maulwurfsratten haben wir schon. Ah, wir könnten die einnehmen hier und gucken, ob wir es vielleicht mit Hunden dann zu tun bekommen, die uns angreifen. Grünes Hemd, was? Und Kampfstiefel nehmen wir mal mit. Für unsere Kleidersammlung. Alles leer, alles leer, alles leer hier. Dann ist ja bestimmt jemand gewesen. Ach, das Messer hätten wir jetzt wirklich nicht mitnehmen müssen. Red Away hat er dabei. Dankeschön. Ja gut, wenn hier jemand gewesen ist, dann wird es hier keine Zecken geben. Ah ja, genau, hier hat schon jemand gebaut sogar. Hermann, 1984. Nein, nicht ganz. 1948. Aber Moment mal, die ganzen Behälter, die sind doch charaktergebunden, oder? Normalerweise müssten die trotzdem voll sein. Dachte ich immer, hätte ich jetzt gedacht. Ja. Ja, gut. Gucken wir mal nach dem Wein. Rezept. Leckerer Red-Hirsch-Eintopf. Zucker! Oh, nichts drin für uns. Und kein Wein, liebe Welt da draußen. Kein Wein. Ich überlege, es gibt in der Nähe... Ah, Moment, es gibt... Ah, nee, das war eine Maulwurfsratte, die hier drin wohnt. Und diesmal wohnt auch keine da drin. Doch. Ob wir Glühwürmchen da oben erwischen, vielleicht am Leuchtturm? Na, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Die sind, glaube ich, nur da, wenn es da um den Mottenmann geht. Wenn also da so ein Event startet, dann sind da vielleicht schon mal welche. Ansonsten sind da Ghule. Ja, diese Maulwurfsratten. Sportjacke und Jeans? Was ist das denn? Sportjacke und Jeans. Aha, interessant, oder? Wüsste ich jetzt nicht. Haben wir das schon mal gesehen? Furchtbar interessant. Doch, das gefällt mir. Lassen wir erstmal an.
Ja, sonst brauchen wir gar nicht mehr viel zu machen. Vielleicht gibt es drüben im Bus noch irgendwie Wein. Also hier können wir nichts mehr und brauchen wir auch nichts mehr zu machen. Echt jetzt? Kein Wein heute für uns? Wenn ich nur wüsste, wo wir das gefunden haben einmal. Warum hat denn der keine Lagerkiste da aufgebaut? In seinem Camp. Wir haben noch genug Munition. Hier kommt Grime doch öfter mal vorbei, meine ich. Ah, wir haben ihn öfter hier gesehen. Ach, das war schön, als wir hier gebaut haben, nur war es so ein bisschen zu eintönig hier alles. Jetzt gehen wir doch nach den... Ja, wir gehen doch nach denen da gucken. Doch, 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 doch. Ab dafür. Ja, vielleicht gibt es da Wein. Ich meine, wir hatten nicht so das große Problem, am Anfang eine Flasche Wein für uns zu finden. Erstmal gucken wir, ob es hier, ja, Camps wird es hier geben, glaube ich. Wo ist er hin? Kein Rezept oder so? Nö. So, hier gibt es manchmal Glühwürmchen. Manchmal gibt es Kröten hier. Und was mich jetzt total interessiert, rum, oh, die Flasche nur noch. Was mich total interessiert, in diesem Haus und im Leuchtturm auch, haben wir am Anfang, ganz am Anfang mal eine Wackelpuppe gefunden. Ja, und da interessiert mich das doch, ob es die hier vielleicht wieder gibt. Nicht, dass wir da hinterher wären jetzt, aber wenn wir schon mal hier sind. Rum, Flasche, ein Rezept. Leckerer Meierlohkuchen und das kennen wir noch gar nicht. Und das kennen wir noch nicht, das Rezept. Super. Aha, Ausdauerwackelpuppe. Na, wer sagt's denn? Das funktioniert. Die kriegt man also immer wieder, ja. Technische Daten. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit den technischen Daten anfangen können. Stand aber auch mal hier irgendwie... Die steht nicht immer auf dem Tisch, oder? Ich meine, die stand hier auch mal auf der Fensterbank. Diesmal nicht. Nuka-Cola. Sehr schön. Lecker, lecker. Okay, nochmal den Leuchtturm hoch. Kein Wein hier gefunden. Unglaublich, finde ich das. Leuchtturm-Souvenirs. Da ist irgendwas drin, was wir brauchen. Das möchte ich jetzt sofort wissen, was da drin ist. Kupfer! Ja, super, ja. Das finde ich wieder gut.
Moment. Ja, beim Runtergehen können wir auch nochmal die Fenster kontrollieren, wegen der Wackelpuppe. Ich glaube, das war die Wackelpuppe für schwere Waffen oder so. Aber ich glaube, das wäre schon hier gewesen jetzt. Ach, Schrotpatronen nehmen wir mal mit. Schnapsflaschen ohne Ende, aber keine Wein. Flasche, nix mit Wein hier. Berghonig und Whisky-Flasche. Na, egal. Ja, dann gucken wir uns doch hier die Fenster nochmal an beim Runtergehen. Nischt. Und nischt. Auch nichts. Gar nichts hier für uns und auch keine Kreaturen. Wir gehen aber weiter hier in diese Richtung. Erstmal brauchen wir sowieso niedrig gestufte Kreaturen. Macht ja irgendwie keinen Sinn, da 1 Milliarde Mal drauf zu hauen. Und zweitens glaube ich, dass wir hier eine ganz gute Chance haben, mal auf so eine Zecke oder sowas zu treffen. Genau, da oben ist der Vault 76 und dieser Wald müsste eigentlich wimmeln von Zecken und Gedöns. Ich wüsste, irgendwo in der Nähe ist ein kleiner Teich und da gibt es Biber wahrscheinlich, aber so einen harmlosen kleinen Biber abmurksen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Naja, wenn wir sonst nichts anderes finden. Wir haben ja heute auch schon das Huhn abgemurkst, ist schon ein paar Folgen her. Aber in dieser Aufnahmesitzung gab es Huhn. Wie viel die aushalten? Waffe kaputt? Habt ihr Wein hier zufällig? Rezepte süßer Brombeertee. Herstellen. Sag bloß, uns fehlt jetzt Holz. Das ist aber auch mal selten. Die haben sogar einen Einkaufswagen hier hochgeschlört. Ich denke mal, hier gibt es Brombeeren, aber gibt es nicht. Was? Da ist doch Holz. 12, das sollte doch langen. Lange, langen. Schön, dass hier so eine Hütte ist. Wusste ich gar nicht, oder? Haben wir die schon mal entdeckt? Ja, besser zubereitet, als dass es vergammelt. Was ist denn das hier für eine? Oh, mit B drauf, okay. Na, dann müssen wir in der nächsten Folge hier nochmal weitermachen. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass wir es in dieser Folge noch schaffen, unsere Zecken zu finden. Vielleicht bringt es auch gar nichts, die Zecken abzumurksen. Na, ey, ey. Ich schütze und diene. Ja. Viel Vergnügen mit dieser kostenlosen Probe von Holz. Oh, danke schön. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, komm, die Zecken machen wir jetzt noch.
Psst, psst. Leise. Reicht doch. Kein Klingeling. Wie geht das? Wir waren doch achtsam. Auch kein Klingeling. Bier? Cool. Nee, dann hat es also damit nichts gebracht. Ja. Keine Zecken, was wollen sie denn dann? Was sollen wir denn? Hunde noch? Ja, der Mischling, das wäre es vielleicht noch. Ja, Zecken sind ja auch. Zecken eben, ja. Ich will nicht wieder angesaugt werden. Blutpakete sind ja nicht schlecht von den Zecken. Ach, wer weiß, wo die jetzt rumkrebsen. Rumzecken. Kommen immer ganz plötzlich von hinten. Dumme Zecke. Da. Kein Klingeling wieder hier von unserem Schwert. Ist das vielleicht kaputt? Ach, noch lange nicht. Dafür, das hält ja lange. Da kann man ja nichts sagen. Ich glaube, da drin sind noch mehr Zecken. Zecke. Nö, kein Klingeling. Dann brauchen wir den Hund. Müssen wir Hunde suchen. In der nächsten Folge. Nein! Das hätte doch klappen können. Wer hat hier einen Stimpack reingetan? Wer hat da das Bier reingetan? Das sind ja ganz komische Sitten. In so einer Sprengstoffkiste hat jemand Bier reingetan. Und keinen Kleber gibt es hier. So, liebe Welt da draußen, dann gucken wir aber in der nächsten Folge weiter, ja? Was wir hier noch so alles finden. Oder eben nicht. Diese Folge ist nämlich vorbei und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.